Wahr. 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 Lieber Chat, ich hätte da so jetzt eine neue Begrüßung. Wenn Lucy in den Chat reinkommt. Ruf Lucy. Wahr. 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 Sollen wir das machen? Wäre doch nicht schlecht. Ja. Könnt ihr dann so begrüßen? Alles klar. Dann, geh gerade nochmal in Discord rein, schreib mir dann, dass du das als eigenes Sound-Alert hast. Mange, haben mal, mögst. So, habe ich Licht an? Ja, habe ich das an? Ja, wir sind ready. Gut, dann fahren wir. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe nämlich wieder irgendwas vergessen. Leute, lässt ihr mich mal raus oder muss ich euch noch vor die Karre fahren? Ich bin halt ein Panzer. Ich bin halt... So. Abfahrt. Passt ja. Graz, wir kommen. Jetzt habe ich aber eins vergessen. Ich wollte mir noch einen Kaffee holen. Ach, wisst ihr, ich habe was vergessen. Ach du liebe Güte. Warum fährst du nicht? Sag mal. Kannst du mir sonst wohin einballern? Drecks-KI da, ey. Oh. Warte mal. Ja, und kein Stoßdämpfer dran. Na. Stoßdämpfer doch, aber wie heißt's? Kein Bügel vorne. Kriege ich noch zu viel Schaden am LKW. Aber dass der nicht losfährt, ich verstehe das nicht bei dem. Ich verstehe das nicht. Dann kommt halt meine. Dann kommt halt wirklich meine V8-Powers. Naja. V420 oder 320, ich weiß gar nicht, wie viel der hat. Mann, Mann, Mann. Diese KI bleibt einfach stehen, wenn grün ist. Da steht sie. Der blaue da. Fahr bloß weg, du Misthaufen, du. Das ist doch wirklich einer zu fassen. Schiebt er sich einfach, bleibt er einfach stehen, dass ich ihn wegschieben muss. So, Leute, habe ich gern. Oh, du willst blinken, dann fahr. Jetzt fahr ich. Das ist doch echt nicht zu fassen. Jetzt fange ich schon wieder das Meckern an. Ich wollte gar nicht meckern, Freunde. Wisst ihr das? Mann, Mann, Mann. Meckern kann ich, wenn wir die Woche da fahren.
So, wunderbar. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann noch ein bisschen Errungenschaft hier aus dem. Aber Lucy, es kann nämlich auch passieren, dass man morgen den ganzen Tag dann das zockt, ne? Weil es halt gerade das erste Mal halt ist. Deswegen, ja. Ich habe mir schon wieder keinen Kaffee geholt. Mann, Mann, Mann. Das gibt's nicht. Naja, aber wie gesagt, die, wo jetzt auch ETS 2 zocken, Grüße gehen raus, ihr Verrückten. Hab leider keine Fanfare da, sonst würde ich euch grüßen. Das passt ja. So. So, nach der Tour gucken wir auf jeden Fall mal nach ein paar schicken Mods. Ich habe nämlich eine kleine Liste. Die will ich ein bisschen abklappern. Aber davor machen wir dann nochmal eine kurze Pause. So, dich hole ich mir. Ja, ist ein Beschleunigungsstreifen. Du hast so weiter da hinten. Macht halt einen Hupser. Ach, das schöne Graz, ey. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Ja. Weil ich habe mir schon mal überlegt, für ETS 2 auch eine Doppelfolge zu machen. Doppelwoche zu machen. Eine Doppelwoche. Ich glaube, da sehe ich so dünn aus wie eine Leiche, ey. Voll abgespeckt. Rasthof Jura. Also wenn ihr Jura studieren wollt, könnt ihr das sogar auf einer Tanke. Aber ich habe noch keinen Auftrag hier für in Frankreich für eine Firma gefahren, ey. Was wird denn da gebaut? Sag mal von euch fahrenden Fritzen, wer expandiert denn da? Bestimmt einer, der hier gesagt hat, hey, ich baue mir jetzt mal meine Firma an der Autobahn. Einfach so. Aber ich bin auch mal gespannt bei der Charaktererstellung. Also da, wie gesagt, wir haben da zwar schon eine gewisse Vorstellung, aber da will ich mal noch ein bisschen Zeit lassen. Ah, guck mal, wer da online ist.
Ja, Johannes kam gerade online. Unten im Steam ist aufgeploppt. So, was nämlich der KI-Verkehr betrifft. Oh, wieder ein Lesen. Da kommt nämlich noch was. So. 2 Kilometer. Wie viel haben wir noch? Ich hab Kaffeebrand. Schlimm, wenn man so einen Kaffeebrand hat, ne? Uhr haben wir schon. What the fuck? Oh, muss ich mal kurz was machen? Oh, möchte mich da mal. Hoppala. Habe ich nämlich auch vergessen, die Nachrichten mal zu hören. Ich muss nämlich zum Zoll. So, wie funktioniert denn das jetzt hier? Ah. Keiner da heute. Na gut. Was ist denn da jetzt passiert? So, räumt mal auf. Mann, Mann, Mann. KI.
Wow. In Stuttgart und in Freiburg sind die stärksten Pendler gekommen. Wow, das ist nicht schlecht, ey. Also das ist wirklich nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Krasse Nachrichten, ey. Das freut mich. Der ÖPNV wächst. Die Pendler steigen. Das ist doch gut. Gibt's mehr Geld zu verdienen. Naja. Ach ja, aber das ist auch gerade wieder, ne, mit der KI, das verstehe ich nicht, ey. Ich meine, so stark habe ich die KI ja nicht eingestellt. Bisschen geradeaus. Ja, genau, fahren wir richtig. So ein Schleifer, Alter. Fahr Landstraße. Passt zu dir. Ah, dann holen wir dich noch weg. Sechsundachtzig gemütlich, gib ihm. Aber dass beim Zoll auch niemand da steht. Was soll's? Mann, ich freue mich nachher aber schon aufs ACC, ey. Dann noch mal ein bisschen paar Runden zu fahren. Also wie gesagt, um, ich glaube, 16 Uhr sind die wieder beim Humor auf dem Discord. Und dann werde ich da auch nämlich dann runtergehen. Aber vorher machen wir nämlich den ETS-Flot. Den ETS-Flot für am 23.10. Und solange wird er mal hier jetzt noch ein bisschen für München fahren, für die ADR-Fahrten. Normalerweise müsste ich pro Monat eigentlich einen Wert von quasi 130.000 einfahren, damit wir überhaupt überleben. 130.000 Euro. Naja, nach Adam Riese werden es halt schon, ja, an die 20 Touren, ne? Also könnt ihr euch ungefähr mal ausrechnen, wie es dann bei Irmsee aussieht, ne? Jeden Tag eine Runde Irmsee, eine Runde ETS2. Und neue Tunnel. So, dürfen wir geradeaus müssen oder müssen wir ganz nach rechts? Wir müssen ganz nach rechts, richtig? Sehr schön. Boah, durch die Schatten sehe ich die weiße Linie schon gar nicht, ey. Wie krass ist das denn? Manu, moin! Schön, dass du da bist. Ohne Führerschein, klar, immer doch.
mach das nicht. Manu, kam da was? Ja, nach dem Hallo, kam der T-Rex oder kam er nicht? Ah, okay. Wollte schon gerade sagen, ey. Nicht, dass es wieder nicht funktioniert hat. Weil ich habe noch was umgeändert. So. Freitag der 13. Manu, was hältst du davon? Oh, ich liebe diese Lache. Komm, fahr, 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 fahr. Was ist los? So, Echt, wegen dem Schleifer da. Das gibt's nicht. Auch ich bin nicht im Stress. Ich mag halt keinen Schleifer. Naja, bist noch am Arbeiten oder schon Feierabend? Oder gehst du gleich arbeiten? Weiß nicht, wie dein Plan da ist. Ah, alles klar. Ja. Ah, ist es bei euch momentan ruhig oder geht's so? So, dann fahren wir runter. Oh, schön. Ja, dann hast du mich als Ausgleich, ja, zum Gucken. Da willst du am liebsten Tomaten auf mich werfen. Ja, kennt er ja. Beschmeißt den Streamer mit Tomaten oder Backsteine. Das geht schon. Gut, dann haben wir es ja gleich geschafft. Wunderbar. Dann können wir uns mal gleich nach den Mods da mal gucken. Oh, das war knapp. Ja, Tomaten hab gestern gesehen. Backsteine muss sein. Ja.
Nicht nur das, also es gibt einiges. Und ich weiß, dass du ja die Backstelle nimmst. Ach Junge, warum fährst du nicht? Du hast Platz, ey. Das ist doch eine Drecke der Ehe. Alles klar, Manu, bis später, mein Lieber. Schön, dass du vorbeikamst. Alter Fall, das wird eine dicke, fette Rechnung, ey. So kriege ich kein Geld rein. Er kann sich auch wieder hinstellen. Gefällt mir. Mehr LKW-Stellplätze. Perfekt. Haben wir unseren Parkplatz gefunden. Da stellen wir uns nämlich dann auch hin. Könnten uns auch hier reinstellen. Jetzt wisst ihr es ungefähr, wie bei mir im Gehirn das aussieht, wenn ihr das Lied hört. Meine Freundin wird sich wieder der Arsch ablachen. Ups, da war ein Pferd. So. Perfekt, haben wir es geschafft, abgeliefert.